Im letzten Video konnten Sie sehen, wie man eine Gruppe erstellt und mit dieser dann mit mehreren Personen chatten kann. Dort haben Sie auch erfahren, dass der, der die Gruppe erstellt hat, der Gruppenadministrator ist. Dieser ist mit zusätzlichen Rechten ausgestattet. Dieser kann beispielsweise Personen hinzufügen oder auch entfernen. Beginnen wir mit dem Entfernen. Zeigen Sie hierfür zunächst den betreffenden Gruppenchat an. Nun folgt ein Tipp auf die Schaltfläche mit den drei vertikalen Punkten. Im sich öffnenden Menü wählen Sie Gruppeninfo. Tippen Sie dann die Person an, die Sie entfernen wollen, hier im Beispiel Lukas Benz. Im dann angezeigten Menü wählen Sie Lukas entfernen und im Anschluss OK. Wechseln Sie zurück zum Chatfenster. Dort sehen Sie oben in der Bearbeitungsleiste, dass Lukas Benz nun nicht mehr bei den Teilnehmern des Chats vorhanden ist. Wollen Sie eine Person zum Chat hinzufügen, geht dies folgendermaßen. Auch hierbei gilt zu bedenken, dass Sie dazu ebenfalls Gruppenadministratorrechte benötigen. Wechseln Sie, so wie beim Entfernen auch, in das Fenster Gruppeninfo. Tippen Sie dann rechts oben auf die Schaltfläche mit der Person und dem angehängten Pluszeichen. Wählen Sie den Kontakt, den Sie in den Gruppenchat mit aufnehmen wollen. Hier im Beispiel nehmen wir wieder Lukas Benz. Den erscheinenden Dialog lesen Sie und bestätigen diesen anschließend mit OK. Zurück im Chatfenster sehen Sie, dass Lukas Benz nun wieder Teilnehmer des Chattes ist. Auch die vorherigen Aktionen des Entfernens und die nachfolgende Aktion des Hinzufügens wurde im Chatfenster festgehalten. Beachten Sie aber, dass beim Hinzufügen oder auch beim Entfernen eines Kontaktes dies die betreffende Person mitbekommt und in dessen Chatfenster angezeigt wird.